Sodale, liebe Freunde. Das Lösegeld wird abgelehnt. So, also daraus sollte man jetzt eigentlich eine Armee machen können. Und dann greifen wir da nochmal an und dann ist da auch Schicht im Schacht. Aber natürlich recht verlustreich. Aber so ist das eben nun mal manchmal. Also richtig heftig ist gut, sind die alle nicht. Der Kerl hier soll, das habt ihr bestimmt schon euch gedacht, absichern, dass hier niemand durchkommt. Als Verstärkung. So langsam würde ich, glaube ich, gerne mal eine weitere Armee nachzüchten. Ich weiß gerade aber nicht so richtig, wo ich das machen sollte. Ja, es gibt hier ein bisschen wenig so, ja, Festungen. Ich werde hier jetzt noch ein paar abgesessene Feudalritter ausbilden und dann wird das, glaube ich, eine nächste Armee, die ich da mal hinterher schicke, Richtung Osten, dass die da mal ein bisschen mit aufräumen. So, hier wird weiter fleißig erforscht. Der Franzose läuft hin und her. Ist ja auch irgendwie doof, können ja nichts machen. Venedig. Oh, oh. Wie kommen die denn da hin? Ist ja jetzt ein bisschen uncool. So, ganz latent. Ist das jetzt doch eher so mittelcool? Was machen wir denn jetzt mit dieser Situation? Bologna vollpumpen mit Einheiten. Aber so viele Alternativen gibt es da eigentlich gar nicht. Ich würde sagen, Bologna mit Einheiten vollpumpen ist hier auf jeden Fall das Mittel der Wahl. Eine dänische Prinzessin. Ja, mit dem Heiligen Römischen Reich reden will. Möglicherweise aggressiv weibliche Verhandlungen führt. Na? Geht's weiter? Ja. Also die Dänen sind ja auch sehr aktiv bei uns im Gebiet. Wow, 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 wow. Überleg dir das zweimal. Krieg immer so einen kleinen Schrecken, wenn Verbündete an der Grenze rumtänzeln. So, der Drecksack da. Wenn es Kaufmannsgilde können wir machen, auf jeden Fall. Mein Herr. Ja, du bist Segel hier weiter setzen. Auf Erkundungstour. Werf den Anker. Wir segeln morgen weiter. Papststaaten und Venedig haben Waffenstillstand erklärt. Ganz toll. Man nennt uns ein Schlachtfeld. Ganz toll. Die ganze Welt kommen und kämpfen. Verbündet sich gegen uns. Sagt mal, was will man denn eigentlich mehr? Hier baue ich mal Kanonentürme, weil ich latent Angst habe, dass sie da gleich einmarschiert kommen. Prinz Christopher hat einen Biograf bekommen, wird auch langsam mal Zeit. Ja, auch ein wahrer Held, dieser Prinz Christopher. Männer, marschiert! Führen die Armeen zusammen! Die haben wieder aufgerüstet, die Mistkerle. Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Ja, mein König, belagere den Feind. Die Belagerungsarmee steht euch zur Verfügung. Ja. Man hat die Unzufriedenheit insgesamt ein bisschen nachgelassen. Nur noch in Mailand. In Nottingham gibt es jetzt eine Waffenkammer. Mann, Mann, Mann. Das ist ziemlich heftig. Da kann ich jetzt auch schwere Hippenträger herstellen.
Die beste englische Infanterie, die sich aus Bürgern zusammensetzt. Ah, man sieht hier angreifen 16, das ist wirklich extrem heftig. Das ist ziemlich gut. Und man kann sie ja mit Rüstungen dann auch noch aufmotzen, also das ist auf jeden Fall heftigst gut. Oh, noch ein Schießstand. Das ist einfach Pflicht. So, Inverness. Zufriedenheit ist nicht so pralle. Bauen wir mal eine Ortswache. Anger, Jahrmarkt. Genau, Bologna ist jetzt eine Metropole, deswegen ist die Zufriedenheit auch wieder hochgegangen. Erklärt einiges. Und in Venedig ist eine Taverne fertig, da bauen wir jetzt auch mal eine Wehrkaserne. Natürlich weiter Einheiten. Wir wünschen euch den Tod. Auf jeden Fall nicht schlecht, was die hier anzubieten haben. So, jetzt überlege ich. Es ist mir eine Ehre, mein König. Sollte ich die angreifen, diese Armee, oder sollte ich es lassen? Wir ziehen in den Krieg! Also, meine Dingsbums hier, mein Spiegel sagt, ich soll es lassen. Alles, praktisch alles nur Generäle, die da stark sind. Eure Befehle? Mein König! Mein König! Ja, mein König! Eure Befehle? Abrücken! So werde ich es machen. Ich werde einfach ein bisschen Nachschub holen. Wird ja weiterhin ausgebildet. Könnte auch eigentlich mal wieder einen Priester machen. Und weiter geht's. Also das hat sich hier auf jeden Fall, diese Italien-Sache, hat ihren Schwung so ein bisschen verloren. Wie kann ich helfen? Ich glaube nicht, mon ami. Non. Wie, jetzt wollen die nicht? Also, das war doch ein Geschenk, Mensch. Für uns? Ein vernünftiger Vorschlag. Ach, jetzt. Wir nehmen an. Jetzt wollen sie. Das ist doch schön. So. Sind wir fertig? Jetzt können sie auch endlich durch unsere Gebiete marschieren. Ich hoffe und glaube irgendwie, dass sie uns da nicht attackieren. Ah, die Venezianer. Na, ganz toll. Frag mich, wie die da überhaupt hingekommen sind. Wahrscheinlich zu den Mauern! Der Feind belagert uns! Puh, jetzt kommen sie aber Schlag auf Schlag. Ich hatte die eigentlich schon als einigermaßen besiegt verbucht. Naja, wollen wir doch mal schauen, ob George hier seinem Ruf gerecht werden kann, ein echter Killer zu sein. Auf jeden Fall eine ziemlich starke Armee, die uns da gegenübersteht. So. Blattträger. So. Also diesmal habe ich folgenden Plan. Wir stellen hier unsere Truppen alle ein bisschen weiter rechts auf. Und probieren dann praktisch, also ihr seht ja, der Feind kommt jetzt relativ gerade auf uns zu. Das ist ja auch erstmal absolut in Ordnung so. Und wir wollen eben mit dieser Mobilität, die wir hier auf der rechten Seite haben, dann praktisch unsere Feinde umlaufen, beziehungsweise sie uns ins Messer laufen lassen und dann eben von der Seite beziehungsweise von hinten hineinrennen.
Das ist natürlich schade. Ich würde jetzt an sich schon mal gerne die Armbrustschützen da attackieren, aber da kommen dann ja leider recht bald die anderen Truppen hinterher. Deswegen muss ich da noch ein bisschen warten. Ja, was machen sie jetzt? Unsere Männer werden angegriffen. Erstmal Formation. Wir müssen etwas unternehmen. Ja, jetzt gehen sie ein bisschen mehr seitlich rein. Oh, 3% der Feinde sind ausgelöscht. Männer werden angegriffen. Wir müssen etwas unternehmen. Okay, also es sieht so aus, als würden sie probieren, da in die Mitte zu stoßen. Allerdings wüsste ich nicht, welchen Vorteil sie davon hätten. Naja. Und ja, ich weiß, dass diese kleinen Trüppchen hier alle keine Chance haben gegen die Feindlichen, aber... Ihr seht ja jetzt, was mein Plan ist. Also an sich wollte ich ein bisschen verteilter zuschlagen. Die Männer werden angegriffen. Wir müssen etwas unternehmen. Der feindliche General ist kein wahrer Mann. Er flieht vom Schlachtfeld. Überlässt seine Männer ihrem Schicksal. So, also ihr seht, der Plan geht auf. Sau nice. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es so gut klappt. Aber, oh, sieht schlecht aus für unsere Feinde, ne? Also die erste Hälfte der venezianischen Invasion ist auf jeden Fall höchst erfolgreich zurückgestoßen. Der feindlichen Streitmacht ist übrig. Ach Mensch, das ist ja eine Augenweide. Wie sie hier alle niedergerannt werden, die feindlichen Einheiten. Wahrlich traumhaft. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. So, wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Und ich würde sagen, ich hatte ja vorhin die Frage gestellt, ob George hier seinen Ruf bestätigen kann. Und ich würde sagen, das hat 1A funktioniert. George hat hier wirklich gezeigt, warum er so ein bekannter und berühmter General ist. So, seht, wie feige der Feind davon rennt. Zeit, den Angriff voranzutreiben. Bei Gott! Unser Feind ist vollständig. Das war's, heroischer Sieg. 118 Männer übrig. Mit 710 haben wir, glaube ich, 1600 oder sowas besiegt. Also auf jeden Fall eine ganz ordentliche Schlacht. Mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Gefangene als Geldsäge. Ja, es sind eigentlich ein bisschen viele Einheiten, um da Lösegeld zu nehmen. Okay, die Mailänder scheinen in Genua jetzt einen Ausfall zu wagen.
Und liebe Freunde, genau diesen Ausfall seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.